So, Freunde, im Internet kursiert gerade ein Leak von einem San Diego-Track, wo unter anderem auch Maestro gedisst wird. Ich würde sagen, wir checken das Ganze mal aus und gucken, ob das Ganze echt ist oder nicht. Gangshit, mach mich auf das, weil du fake bist. Und Bullets auf Karte, weil ich hate it. Alle hätten mich auf meisten Themen. Suche die Mille, die Kabul. Deutsche Rapper sind am Wannabees. Bläst an, wie ficken sie nach ruhig? Spannend von dem Ballon, now we're here. Mach den Attack und du gehst K.O. wie dieser Manuel. Deutsche Rapper wollen alle babe. Denk du fit, weil ihr seid alle Cap. Maestro macht noch drei Statements der Pisser, weil das hat ihm das Leben schwer macht, ihn Fleischtheken-Besitzer. Außerdem schreibt eine Person hier noch, Leak von San Diegos kommendem neuen Track. Im Video sieht man Mois und ihn in der Osnabrücker Tiefgarage, wie sie sich Handshake geben vor paar verdeckten Statisten, die gefesselt auf Boden sitzen, als Andeutung auf die alten Keller-Member. Deswegen auch dieser Drill-Style, angelehnt auf Death Row, wo damals die Keller-Lines drin waren. Track ist auf der BBMBP in der BWA-Box. Das ist für mehr Promo halt. Ja, Freunde, das erste, was mir persönlich hier aufgefallen ist, ist, dass wir diese FIFA-Abi-Line bereits auf Refugees hatten. Genauso, dass diese Shao Kahn und Sagrotan-Line jetzt nochmal recycelt worden ist. Diese wurde ebenfalls schon mal auf Refugees benutzt. Ist heutzutage gang und gäbe, ist mir auch bewusst. Ja, heutzutage machen das viele, wenn die Line krass war, baut man sie irgendwie um, man baut sie nochmal ein, um sie nochmal irgendwie anderweitig zu benutzen. Aber dafür, dass Sunny so lange abstinent war, okay, so lange weg, muss er doch mit einem krassen Impact wiederkommen und kann uns doch keine alten Lines wieder um den Kopf schallern, Freunde. Also so viel erstmal dazu. Und die zweite Sache ist dieser Maestro des Freundes. Ich meine, dass die beiden keine Freunde mehr werden, sollte eigentlich jedem klar sein. Und ihr wisst auch, auf wessen Seite ich mich positioniert habe und die meisten von euch wahrscheinlich auch. Aber das Ganze ist ja im Moment auf so einer Waffenstillstandphase, okay? Maestros Name soll nicht mehr erwähnt werden und das Ganze soll einfach jetzt in Ruhe gelassen werden. So viel dazu. Aber wenn jetzt ein Sunny aus dem Camp von Mois, beziehungsweise ist Mois ja bei Sunny im Camp, aber wenn jetzt aus dem Camp von Sunny jetzt wieder irgendwas Richtung Maestro kommt, dann ist das doch so, als ob man jetzt wieder versucht anzufeinden. Versteht ihr? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mois das Ganze so erlauben würde. Ich meine, ob Sunny jetzt um Erlaubnis fragt oder nicht, ist dahingestellt, das ist egal. Aber im Prinzip würde das diese alten Wunden wieder aufreißen und man hätte doch direkt wieder Stress miteinander. Genauso wie diese Manu-Line. Also ich meine, wir haben ja alle mitbekommen, dass die sich da fast getroffen hätten und für 40.000 irgendwie miteinander geprügelt hätten. Aber genauso ist auch dieses Thema zum Waffenstillstand gekommen. Die haben sich ausgesprochen, die gehen getrennte Wege. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man jetzt sagt, hey, komm, wir dissen den jetzt, wir nerven den ein bisschen und Manu weiß ganz genau, von wem das Ganze kommt. Also das ist schon wieder so ein Argument, wo ich sage, ausgeschlossen, dass das Ganze echt ist, Freunde. Also ich für meinen Teil denke, dass diese Aufnahme so ein AI-Fanprojekt ist, um das Ganze so ein bisschen anzuheizen. Ich meine, stellt euch mal vor, man sitzt in der Booth, nimmt das Ganze auf, in der Regel sind da nur ein paar Leute. Und dann wäre das doch relativ einfach, das Ganze zu tracken, wenn das jemand heimlich mit dem Handy aufnimmt. Genauso hört sich das da eben auch an. Soll sich wahrscheinlich auch so anhören. So schlechte Quali. Ha, guck mal, ich habe da heimlich mitgefilmt. Aber Freunde, ich bin gespannt auf eure Kommentare. Was sagt ihr dazu? Ist das Ganze echt oder ist das Ganze fake? Ich bin richtig gespannt, was ihr dazu sagt, Freunde.